Und wie lange wartest du schon? Ja, die Reaktionen, die waren enorm von der Anzahl her, aber auch die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, insbesondere aus dem Bereich der Kollegenschaft. Da gab es Hinweise, wie lange die Wartezeiten sind, und auch Reaktionen von Herstellern haben wir bekommen. Das war natürlich ganz interessant. 4 Monate. Du? 6 Monate. Ja, wir wollen ja hier nicht nur Problemaufreißer sein, sondern wir wollen ja Teil der Lösung sein. Und deswegen waren diese Rückmeldungen der Hersteller, die teilweise ja schon an Ausschreibeverfahren teilgenommen haben, aber teilweise auch noch nicht. Das war schon sehr interessant. Und wir werden jetzt diese bündeln und werden die weitergeben an die zuständigen Stellen, die bei uns die Beschaffung machen. Wenn wir dadurch schaffen, dass der ein oder andere sich dann bei nächsten Ausschreibungen bewirbt, dann ist da schon gut geholfen. Hast du mal gesehen, wie viele Uniformteile derzeit nicht bestellbar sind? Ja, das ist leider nicht möglich, dass wir hier direkt auf Herstellerfirmen zugehen, sondern da sind wir auch den europäischen Ausschreibungsmodalitäten unterworfen. Das heißt, Ausschreibungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, es gibt dann die entsprechenden Bewerbungen der Hersteller und dann gibt es einen Zuschlag. Das können wir auch jetzt nicht ändern. Für uns aber interessant und auch sicherlich hilfreich, dass sich eventuell dann mehr Hersteller hier bewerben und das natürlich dann auch in der Folge das Angebot größer wird und natürlich der Druck auch und die Zusage, dass auch entsprechend geliefert werden kann, das dann als Folge da sein könnte. Ich hab's so satt. Ja, für uns war ja wichtig, dass Bayern die Beschaffung selbst machen kann. Und wir werden den Vorteil genießen, wenn Hof mal startet. Das dauert aber im Bereich der Uniform noch Jahre, dass wir dann einen direkten Zugriff auf diese Beschaffung haben als bayerische Polizei. Denn es ist ein Teil von uns. Also wir sind nicht mehr darauf angewiesen, hier mit einem außerländischen Anbieter hier zu verhandeln, sondern der direkte Zugriff ist gegeben. Wir werden aber trotzdem auch ganz normale Ausschreibungsmodalitäten beachten müssen. Man könnte meinen, es wäre ein April-Scherz.